Wilhelm Wieben ist tot. Der langjährige Tagesschausprecher starb im Alter von 84 Jahren in Hamburg. Das teilte die ARD mit. Der in Hennstedt in Schleswig-Holstein geborene Wieben absolvierte an der Max-Reinhardt-Schule in Berlin eine Ausbildung zum Schauspieler. Er trat am Theater auf und arbeitete als Hörfunksprecher und Ansager im Fernsehen. Zwischen 1973 und 1998 präsentierte Wilhelm Wieben die Tagesschau und wurde zu einem ihrer bekanntesten Gesichter. Daneben war er auch Autor und Herausgeber verschiedener Bücher auf Plattdeutsch, was er als seine Muttersprache bezeichnete. Deutsch habe er in der Schule gelernt. Außerdem gab Wieben Lesungen und sprach Hörbücher ein.